D. So, so sieht dann eigentlich die Schilddrüse aus, ja, einmal von vorne und einmal von hinten. Ja, Männer haben so ungefähr 25 Gramm Schilddrüse, wir Frauen liegen so bei 18. Es gibt tatsächlich Menschen, die kommen mit einer zu kleinen Schilddrüse auf die Welt. Das ist also irgendwie dann anlagebedingt. Die werden tatsächlich dann immer irgendwo Probleme haben mit einer Unterfunktion. Ja, weil eine zu kleine Schilddrüse kann halt eben nicht viel Hormon herstellen. Ja, das ist dann... ist dann einfach so, und da muss man dann wahrscheinlich dann eben sehr, sehr doll unterstützen oder tatsächlich dann im Laufe der Jahre, wenn es nicht mehr so richtig funktioniert, tatsächlich dann doch Schilddrüsenhormon geben. Ja, aber das ist jetzt nicht so häufig, ne? Und dann ist auch erklärlich, wenn wir zum Beispiel jetzt zu wenig Jod haben und die Schilddrüse sagt, ich muss das Zeug jetzt irgendwo mal herkriegen, und dann fängt die an zu wuchern, weil die natürlich denkt, ja, je mehr Oberfläche ich mache, dann kann ich ja mehr Jod einfangen. Und deswegen ist es immer so ein typisches Anzeichen zum Beispiel von einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn man dann hier so dieses komische Gefühl im Hals kriegt. Ja, wenn da so ein Druck entsteht und man hat ja eigentlich keine Erkältung und der Druck geht dann nicht richtig weg oder so, dann sollte man doch mal bei seinem Doc vorbeigucken und dann mal sagen, kannst du mal die Schilddrüsenhormone machen? Vielleicht habe ich ja hier dann eben doch ein Problem. Ja, ne? Und interessanterweise, wenn das natürlich mit ganz simplen Jodtabletten weggeht, weil die Schilddrüse nimmt auch tatsächlich Kaliumjodid. Also die Brustdrüsen nehmen dann eher das elementare Jod auf, und mit der Schilddrüse kommen wir aber eben mit dem Kaliumjodid aus den Jodidtabletten eben ganz gut aus. Und wenn man dann einfach mal probehalber eine Weile Jodid-Tabletten nimmt und dieses komische Gefühl hört auf, ja, na, dann ist schon der Umkehrschluss, oh, es war halt wirklich ein Jodmangel gewesen. Und wenn mehr Jod wieder anflutet, dann funktioniert die Schilddrüse wieder. Und eigentlich, wenn es noch nicht so schlimm ist, bildet sie sich dann auch wieder zurück, weil sie dann sagt, oh, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Gewebe, klappt ja wieder, ne? Und dann geht der Druck also auch dann wieder weg, ja. So, und jetzt komme ich nochmal zu diesem großen Thema Hashimoto. Ja, das ist so faszinierend, und die Kyra hat da einen Aspekt überhaupt nicht erwähnt in dem Buch, und den möchte ich jetzt eben hier noch zufügen. Das habe ich nun wiederum in einem anderen Buch direkt über Hashimoto gelesen. Das Buch hat eine amerikanische Apothekerin geschrieben, die also selber ganz schwer den Hashimoto gehabt hat, und die hat dann also noch einen anderen Aspekt da rausgebracht, und warum eben Hashimoto-Patienten eben so extreme Probleme haben, ne? Und das steht also bei Kyra steht es nicht mit drin. Also Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, und zwar fängt der Körper dann irgendwann an, Antikörper gegen bestimmte Zellarten zu bilden. Ja? Und klassischerweise muss man dann dem Arzt sagen, mach doch bitte auch mal die Antikörper mit, ja, weil das ist nicht immer nur eine Unterfunktion, sondern es ist unter Umständen eben auch ein massives Anfluten der Antikörper. Und die Antikörper gehen zum Beispiel gegen dieses Eiweiß, aus dem das Schilddrüsenhormon dann gebildet wird. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn der Antikörper immer das Eiweiß vernichtet, hat die Schilddrüse überhaupt keine Möglichkeit mehr, Hormon zu bilden, beziehungsweise am Anfang wird sie dann ganz wild und versucht dann trotzdem irgendwie noch ganz viel Hormon zu bilden. Und das heißt also, bei so einer Hashimoto-Thyreoiditis kann es am Anfang sein, dass sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben, und dann sind sie völlig nervös und aufgedreht und kommen gar nicht zur Ruhe kommen und können nicht mehr schlafen und schwitzen, und das ist ein Teufelskreis ohne Ende. Und mal geht es wieder gut und dann fängt es wieder an, ja, und Leute haben mir berichtet, ich sitze am Tisch beim Kaffee trinken und mir läuft der Schweiß wie Wasser literweise runter. Ja, das ist eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja, ne, da geht auf einmal alles schief. Ja, und es sind völlige Fehlregulationen, ne, weil
weil dann oben gesagt wird, jetzt haben wir gar nichts und jetzt brauchen wir ganz viel und dann kommt auf einmal ganz viel und dann dreht der Körper durch. Also so muss man sich das vorstellen. Und im Endeffekt ist es so, dass die Schilddrüse dann förmlich ausbrennt. Ja? Die produziert so viel Hormon, bis nachher dann doch die Antikörper Überhand gewinnen und dann zieht sich das Gewebe zurück und dann macht es gar nichts mehr. Und dann rutschen die Leute in die Unterfunktion. Es ist am Anfang so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich nicht mehr diese Probleme mit der Überfunktion. Aber wie gesagt, die Unterfunktion kommt dann also auch ganz schnell zum Tragen. Und dann auf einmal kommt eine Gewichtszunahme, man ist immer nur noch müde, man friert. Ja, also man kommt sozusagen dann von dem einen Extrem ins andere. Ne? Und dadurch, dass es eben nicht nur eine Geschichte mit den Antikörpern gibt, es gibt nicht nur diese TPO-Antikörper, sondern es gibt eben auch noch die Antikörper, die dann eben verhindern, dass das Jod mit dem Eiweiß zusammengebaut wird. Ja, ne? Und also es gibt eben diese drei verschiedenen Antikörper und jedes Mal ist im Endeffekt kommt eine Fehlregulation, ne? Und der Körper macht eben nachher im Endeffekt zwischen Ausbrennen und dann im Minus sein, passiert immer im Endeffekt wieder das Gleiche. Ja? Und meiner Ansicht nach ist es so, diese ganzen Autoimmunerkrankungen, ich bin jetzt seit 37 Jahren in der Apotheke, fast ununterbrochen, ja, und sowas gab es früher nicht, ja. Die Leute hatten ein bisschen Rheuma, das hatten die aber auch erst so mit 60, 70 und es gab auch mal einen MS-Patienten dazwischen, ja, die konnte man aber suchen und dann so, oh, der hat MS, ja, also, ne? Und diese ganzen Sachen haben dermaßen Überhand genommen und gerade auch erst in den letzten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren, ja, ne, dass das nicht nur, ach, ne, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, nein, ne, dass jeder Dritte, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, mit einem Hashimoto rumläuft, ja, ne, ich frage die Leute jetzt immer, haben sie eine Schilddrüsenunterfunktion oder haben sie ein Hashimoto? Und da kommt ganz oft, ich habe ein Hashimoto, ja, und also, dass das eben so zugenommen hat, ja, ne, ist meiner Ansicht nach eben auch diesem krassierenden Vitamin-D-Mangel zugrunde gelegt, ja, dass wir also alle mit viel zu wenig Vitamin-D rumlaufen, ja, und da einfach Werte gehandelt werden, die viel zu niedrig liegen und das begünstigt einfach diese ganzen Geschichten, ja. Ne, dass wir natürlich auch irgendwelche Chemikalien in der Ernährung haben, dass wir Plastikstoffe haben oder so, das mag alles noch mit dazukommen, ja. Aber solange Vitamin D da ist und eigentlich auch unser Immunsystem am Laufen hält, ja, solange treten solche Sachen eben nicht so exzessiv auf, ja. Ne? Und wenn man dann eben auch mal hört, dass zum Beispiel auch jeden Tag 10.000 Schritte tun, ja, oder vielleicht noch ein paar mehr, eben auch so positiv aufs Immunsystem wirken, ja, und wir dann aber alle sitzende Jobs haben, ja, und uns abends dann statt irgendwie nochmal spazieren zu gehen oder es uns ein bisschen körperlich anzustrengen, ich weiß es ja selber, ja, ich schmeiß mich auch nur noch auf meinen Sessel und gehe zu YouTube und gucke mir da Filmchen an, ja, weil dann abends bin ich dann eben auch kaputt und es ist keiner da, ne, mein Sohn, der sagt, oh, ich will nicht, ja, ne, und ne, sonst würde man ja dann eigentlich in aller Konsequenz dann also auch nochmal um den Block gehen können, ja, aber wenn uns unser Leben Lebensstil sich dann eben auch so geändert hat, ne? Dass wir eben nur noch drinnen sind und dass wir nicht mehr gerne laufen und dass wir auch nicht mehr laufen müssen, weil wir haben ja auch noch ein Auto vor der Tür, ja, und diese Sachen, ja, und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass das Immunsystem dann irgendwann sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ja, und dann fängt es eben an, sich die entsprechenden Gewebe im Körper zu suchen, die eben dann angegriffen werden, ja, und bei dem einen ist es halt die Schilddrüse, bei dem anderen ist es der Leaky Gut. Ja, bei dem anderen ist es das Rheuma, bei dem allernächsten ist es dann eine Psoriasis-Arthritis, ja. Also die Sachen haben einfach wahnsinnig zugenommen, ja. Und wenn noch neue Medikamente auf den Markt kommen, ist es immer genau dafür. Oder es kommen Krebsmedikamente auf den Markt, ja. Muss man ehrlich so sagen, ne? Die Forschung wird nur noch in diese Sachen reingesteckt, ja. Ne? Aber es redet eben auch keiner über Vitamin D. Aber ich denke mal, das ist der Auslöser ist diese Vitamin-D-Geschichte. Und wie gesagt, also dann als nächstes natürlich dann der Jodmangel, ja, den wir alle nicht begriffen haben, ja, ne, wo wir dann also wirklich sagen, wo kommt es denn bitte schön her? Ne? Selen haben wir auch nicht ausreichend, ja, und dann, aber wie gesagt, der Trigger ist das Vitamin D, ja, dass das Immunsystem nicht mehr in Ordnung gehalten wird, ja, ne? Da fängt es dann an und die anderen Sachen kommen dann immer noch als schmückendes Beiwerk mit dazu.
Und es gibt übrigens auch ein Hashimoto, der atypisch ist. Da fühlt man sich so fürchterlich beschissen und es sind eben keine Antikörper festzustellen. Auch das gibt. Das ist ganz, ganz wenige, aber wenn man dann sozusagen diese Symptome hat, ja, dann muss eben wirklich nochmal weiter nachgeforscht werden. Das sieht man tatsächlich dann eben nicht an den Antikörpern. Ja, das sieht man vielleicht dann an anderen Parametern, aber die Antikörper sind da witzigerweise eben nicht, schlagen da nicht so zu Buche, ne? Und im Übrigen ältere Menschen, da kann es auch mal sein, dass TPO nach oben geht, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Also wenn da tatsächlich der Arzt mal einen Antikörpertest macht und jemand ist schon, weiß ich, 75 oder so und der hat ein leicht erhöhtes TPO, da braucht man sich auch keine Sorgen zu machen. Ja? Also solange da keine Symptome dabei sind, kann man das tolerieren. Ja? So, und das Interessante ist, und das habe ich jetzt erst im Laufe der Jahre begriffen, Hashimoto-Patienten haben tatsächlich einen veränderten Vitamin-D-Stoffwechsel. Ich habe das bei einer Kollegin erlebt, da wusste ich nicht, dass die ein Hashimoto hat, aber ich wusste, dass sie zu wenig Vitamin D im Blut hat. Die hat einen 31er Spiegel. Und dann habe ich standardmäßig gesagt, naja, dann nimmst du jetzt mal bitte 4000 Einheiten. Und dann gucken wir in 2 Monaten mal, was passiert ist. Und sie hat natürlich in 2 Monaten keinen neuen Test gemacht. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, sag mal, wie war denn das mit dem Vitamin D-Test? Ach ja, muss ich jetzt mal machen. Also es war ein Jahr später. Und sie hat mit dem 31er Spiegel angefangen, hat brav ihre 4000 Einheiten Vitamin D genommen und sie hatte wieder einen 31er Spiegel. Und da habe ich gesagt, wie kann das denn? Na? Und dann hatte ich aber so nach dem Motto schon so eine Intention, dann habe ich gesagt, hast du ein Hashimoto? Ja, sagt sie, ich habe ein Hashimoto. So. Und dann hatte ich eine Kundin hier, die kam mit einem 9,7er Spiegel an und der habe ich 10.000 Einheiten gegeben. Und da wusste ich aber, dass die ein Hashimoto hat. Und dann habe ich der 10.000 Einheiten gegeben und die war binnen 2 Monaten war die beim 75er Spiegel. Habe ich gesagt, wunderbar. Und sie hat gesagt, wunderbar, dann kann ich ja jetzt runtergehen. Und dann ist sie auf 6.000 Einheiten runtergegangen, was für ihr Körpergewicht völlig in Ordnung gewesen wäre. Fast schon, sagen wir mal, zu viel, aber okay. So, und dann hat sie nach 2 Monaten wieder einen Spiegel machen lassen und der war auf 39 runtergeknallt. Von 75 auf 39 mit 6000 Einheiten Vitamin D in 2 Monaten geht eigentlich nicht. Ja? So, und dann bin ich dahinter gekommen, dass es tatsächlich bei allen Hashimoto-Patienten so ist. Ja? Dass die tatsächlich also das Vitamin D zwar tatsächlich korrekt speichern, weil sonst geht der Spiegel nicht in 2 Monaten so vernünftig nach oben. Aber sie können das Vitamin D irgendwie nicht halten. Es wird permanent viel, viel schneller abgebaut. Und das muss irgendwo in den Genen verankert sein. Und deswegen muss man eigentlich theoretisch, und es wird auch vererbt. Ja, das heißt also, ich habe tatsächlich Mütter, die sagen, ja, ich habe ein Hashimoto, meine Tochter hat auch ein Hashimoto. Ja? Na? Also das sind auch Vererbungsgeschichten dabei. Und deswegen würde ich als Hashimoto-Mutter, würde ich sofort mit meinen Kindern zum Arzt sausen und sagen, lieber Arzt, bitte prüfe das und das und das und das nach und ich mache jetzt das und das und das und das, damit mein Kind eben ohne Hashimoto durch die Gegend läuft. Ja? Man kann es verhindern. Ja? Und man kann auch ein Hashimoto mehr oder weniger wieder ausheilen. Ja? Auch das sagen die Ärzte, nee, den kriegen sie nicht wieder weg. Schwachsinn, ja. Man muss sich nur ganz, ganz streng an die ganzen Spielregeln halten, sage ich immer, ja. Ne? Und dann kann man auch ein Hashimoto sozusagen wieder ausheilen. Und alleine, wenn Sie einem Hashimoto-Patienten Vitamin D in ausreichender Menge geben und nicht wieder mit der Dosierung runtergehen, ne? Alleine damit kriegen Sie schon die Antikörper nach unten, ja. Na, begreifen die Ärzte nicht. Ja? Ist aber so. Na? Wenn sie da mal gucken, dann gehen TPO, Tack, Track, gehen alle runter. Ja? Und man hat immer nur entweder TPO oder Tack oder Track. Ja? Also meistens ist es so, dass man immer nur mit einer dummen Sache da behaftet ist, ja? Und nicht mit allen drei. Ja? Also meistens konzentriert sich der Körper dann auf ein Gewebe und nicht auf drei oder so. Ja? Also Gott sei Dank. Ne? Und man muss dann zum Beispiel eben auch Schwermetalle und solche Sachen, ja, also
am besten Biokosmetik, ja, keine bunten Lippenstifte und sowas. Da ist also zum Teil Arsen drin und das bringt den ganzen Jodstoffwechsel dann also ganz, ganz schnell wieder durcheinander. Also da muss man wirklich gewisse Vorsichtsmaßnahmen dann beachten, ja. Und dann, aber wie gesagt, also dann kann man also auch einen Hashimoto wieder in den Griff kriegen. Ne? Und das Lustige war, ich war auf einem Vitamin-D-Vortrag von einem Arzt gewesen, ein älterer Herr, den habe ich mal auf dem Kongress kennengelernt und der wohnt also auch in Berlin. Und dann habe ich gegoogelt und dann hatte der einen Vitamin-D-Vortrag vor seinem Sportverein. Habe ich gedacht, naja, kommst du mal mit dazu, setz dich da mit rein. Hat er sich ja schrecklich gefreut, dass ich da war. Und zum Schluss gab es dann Fragen und dann war ein älteres Ehepaar da, ne, und die meinten dann, ja, wie denn das wäre. Also sie hätten doch nun beide einen Vitamin-D-Mangel gehabt und sie hätten dann eben beide das hochdosierte Vitamin-D genommen und es wäre alles ganz toll. Und bei ihm wären die Vitamin-D-Spiegel also super nach oben gegangen, nur bei ihr nicht. Was denn das wäre? Ne? Und dann hat mein alter Doktor hat dann so rumgedruckst und hat gesagt, ja, und so im Endeffekt, er wusste das nicht. Ne? Und dann habe ich mich gemeldet und habe ich dann so umgedreht und habe gesagt, Hashimoto-Patienten verbrennen das Vitamin D förmlich. Dann hat die Frau geguckt und hat gesagt, ja, ich habe ein Hashimoto. Ja? Also es war so ein Bilderbuch und ein Lehrstück, ja. Na, und worauf dann der alte Arzt sagte, ne, der nun lange nicht mehr praktiziert, und sagte, aber Hashimoto ist doch ganz selten. Und dann gab es ein Raunen im Publikum, da saßen so 50, 60 Leute und überall sagte jemand, ich habe aber ein Hashimoto, ich habe ein Hashimoto, ich habe ein Hashimoto, ja. Und da habe ich gesagt, ja, heutzutage hat jeder Dritte, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, auch einen Hashimoto, ja. Ne? Also das hat so überhand genommen, ja. Das wusste der alte Doktor natürlich nicht, weil der hat nämlich vor, weiß ich, 15 Jahren aufgehört zu praktizieren, ja. Ne? Und der war auch nicht Schilddrüsenarzt gewesen davon ab, ja. Ne? Also wie gesagt, also das Grundübel ist der Vitamin-D-Stoffwechsel und im Endeffekt immer, wenn man feststellt, ups, da stimmt was nicht im Vitamin-D-Stoffwechsel, das sollte man ziemlich schnell feststellen, ja. Ne? Dann kann man sich schon Gewehr bei Fuß stellen und sagen, ups, ja, vielleicht führt mich das in Hashimoto, ich muss fürchterlich aufpassen, ja, aber kann ich ja dann auch, ist ja kein Problem, ne. Und Gluten, dieses unbeliebte Gluten, was in jeder Stulle dann normalerweise drin steckt, auch das triggert Hashimoto. Ja? Und also auch, ich fahre meine MS-Patienten glutenfrei, soweit es geht. Ja? Und also auch ein Hashimoto-Patient sollte um Stullen und um Nudeln und um Kuchen, wenn der nicht speziell gebacken ist, also einen großen Bogen machen. Ja? Und wenn die Leute immer sagen, ich kann aber nicht auf mein Brot verzichten, ja? Na, dann sage ich, dann ist es halt so, ja. Aber na, im Endeffekt, das ist wie mit Rauchen, ja. Na, man muss irgendwo Prioritäten setzen und muss sagen, entweder ich will eine gute Lebensqualität haben, ne, oder ich will sie eben nicht, ja. Also ich bin da inzwischen ganz pragmatisch, ja. Also wer mir da sagt, er kann aber nicht, ja. Also ne, ich esse de facto kein Brot und solche Sachen, ja. Also nur in wenigen Ausnahmefällen mal, ja. Und na, ich verzichte da freiwillig drauf, ja. Für mich ist es einfach nur eine sportliche Übung. Ich muss es nicht, ich könnte, ich vertrage es, ja. Aber ich mache es trotzdem, weil ich eben weiß, ne, solche Sachen führen zu Entzündungen im Gehirn und ich möchte nicht mal irgendwann debil im Altersheim sitzen, ja. Das ist nicht meine Intention. Ich möchte mit 100 noch Vorträge halten, ja. So, und dann, jetzt geht's weiter. Also die Hashimoto-Patienten haben noch ein großes Problem. Ja? Das ist, und deswegen, das macht den Hashimoto so faszinierend. Alle Hashimoto-Patienten, ja, vielleicht einer in einer Million nicht, ne, haben eine Anomalie in einem ganz bestimmten Gen. Das heißt MTHFR-Gen. Das ist die Methylentetrahydrofolatreduktase. Habe ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich das auswendig gelernt hatte. Ja? Dieses Gen oder beziehungsweise diese Reduktase spaltet normalerweise das große Homozysteinmolekül und Homozystein ist in größeren Mengen eben im Körper giftig. Ja, das ist ein Eiweiß, das ist so groß, das wird dann irgendwann in größeren Konzentrationen giftig und setzt sich dann eben auch im Gehirn ab. Ja? Und das kann man eben auch über den Homozysteinspiegel messen. Ja? Und interessanterweise, das erste Mal bin ich drauf gekommen bei der Patientin, die bei mir in der Apotheke war mit dem 9,7er Spiegel, die mir im Nebensatz sagte, ja, ich habe also auch einen erhöhten Homozysteinspiegel. Und ich meine, die war 32.
da gehen wir normalerweise also noch nicht von einem erhöhten Homozysteinspiegel aus. Ne? Und ich habe mir das dann einfach gemerkt und sie sagte, ja, ich habe einen 13er Spiegel und eigentlich wollen wir unter 8 haben. Ja, also bis 8 kann der Körper tolerieren, da passiert nichts, das ist der normale Stoffwechsel. Ne? Und wie gesagt, die Reduktase halbiert dieses Molekül wieder, macht wieder die zwei ursprünglichen Eiweißstoffe daraus, die dann wieder in den Stoffwechsel übergehen, ja? Und die dann eben wieder dann hinterher wieder im Verlauf des ganzen Stoffwechsels nachher wieder im Homozystein landen und dann wieder durchgeschnitten werden sozusagen. So. Und tatsächlich ist es so, das ist keine Mutation. Eine Mutation ist irgendwas, was nur ganz wenige Menschen haben. Und das ist schon ein Polymorphismus, ein Single Nucleoid Polymorphism, wie der Fachmann auf Englisch sagt. Das ist tatsächlich so, dass 15% der Bevölkerung haben dieses Problem. Ja? Und es gibt aber eben im Verhältnis davon sind nur 10%, die eben so in den Hashimoto tendieren. Das heißt also, im Endeffekt kann man sagen, nicht alle Leute mit der MTHFR-Genveränderung haben einen Hashimoto. Aber im Umkehrschluss haben alle Hashimoto-Patienten diese Genveränderung, diesen Polymorphismus. Ja? Na, und der wird eben auch vererbt. Das heißt also, auch da kommen wir wieder auf diese vererbbare Komponente des Hashimotos wieder zurück. Ja? Und wenn ich das halt eben, ne, ich kann das vom Vater oder der Mutter erben und dummerweise kann ich es auch von beiden erben. Ja? Das ist also eben diese Geschichte, dass ich, dann wird es nämlich ganz schlimm. So. Und dann war ich in Frankfurt auf einem Kongress gewesen und wir waren abends, dann gehen Sie doch schnell durch. Also wie gesagt, also auch hier wieder die erbliche Komponente. So, und dann war ich in Frankfurt auf einem Kongress gewesen und wir saßen da mit 10 Vitamin-D-Berater. Wir hatten uns mehr oder weniger dann alle für diesen Kongress verabredet gehabt und mit dem Dr. von Helden saßen wir dann abends in der Pizzeria und neben mir saß jemand und der zog dann also 3 Blätter raus und sagte, ach, ich war da in Amerika und habe einen Gentest machen lassen. Ja, jetzt kenne ich dieses Labor in Amerika zumindest vom Namen her und sagte, oh, das ist ja interessant, was ist denn dabei rausgekommen? Ne? Ja, sagt er, ich habe eine Genmutation in diesem MTHFR-Gen. Oh, sag ich, ist ja spannend. Ja, sagt er, ich habe Homozysteinspiegel von 30. Ja? Also nicht mehr 310, sondern 30. Das heißt also, da steht zu vermuten, dass der es von beiden Elternteilen geerbt hat. So. Und dann habe ich ja auf das Ding noch einen oben drauf gesetzt und habe gesagt, hast du denn auch ein Hashimoto? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, seit kurzem habe ich auch ein Hashimoto. So, Treffer versenkt. Ja. Also das ist wirklich so eine spannende Geschichte, ja, ne, dass man das schon also sozusagen wie so ein Kartenfächer dann aufrufen kann und sagen kann, ja, das und das und das und das, ja, führt logischerweise dann eben auch in den Hashimoto. Ja. Und also im Endeffekt der Umkehrschluss, lasst uns es vorher testen, ja, und wenn man dann schon weiß, es liegt irgendwo in der Familie, und dann kann man nämlich die Gegenmaßnahmen ergreifen, ja, und kann dann eben, ne, um diese Genmutation, also zumindest nicht ungeschehen zu machen, aber eben abzumildern, Vitamin B6, B12 und Folsäure, wobei man da nicht die chemische Folsäure nehmen kann, ja, weil die nämlich auch gespalten werden muss, sondern man muss wirklich Folat nehmen, ja, da muss man drauf achten, ja. Aber wenn man das dann macht, dann gehen Kotzen auf alle Fälle, also auch, oder gehen dann eben auch die Homozysteinspiegel runter. Ob sie von 30 dann auf 8 gehen, wahrscheinlich nicht, ja. Aber man ist der ganzen Geschichte also nicht so ganz extrem ausgesetzt, wenn man eben Bescheid weiß, ja. So, und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ne, es muss dann eben unbedingt das Folat sein, was schon gespalten ist, sonst müssten wir wieder die Reduktase da anfordern, ja, und die wir jetzt nicht haben, also muss man darauf achten, dass es eben nicht die normale Folsäure ist, sondern sozusagen schon das gespaltene Teil da, ne? Und wie gesagt, also ich denke mir mal, dass das bei den Ärzten also überhaupt nicht bekannt ist. Ja, ich bin auf der Auftaktveranstaltung der Deutschen Hormonwoche gewesen unter, weiß ich, 200 Endokrinologen. Ich habe mich da einfach reingesetzt und
dann ging es also wirklich darum, dass die dann gesagt haben, und die Hashimoto-Patienten, die haben ja so eine schlechte Lebensqualität und dieses und jenes. Ne? Und ich habe dann einfach mal irgendwann mich getraut und habe gesagt, sagen Sie mal, machen Sie dann eigentlich bei den Hashimoto-Patienten mal einen Vitamin-D-Spiegel? So, und dann sagte die Vortragende, naja, wir machen ja auch mal einen Vitamin-D-Spiegel und so. Und sage ich, was kriegen die Leute dann? Naja, die kriegen dann die 1000 Einheiten, ja? Also da wird leitlinienkonform von den Orthopäden abgekupfert, ja? Und dann ist nur so aus mir rausgeplatzt, ich sage, wissen Sie nicht, dass die Leute mindestens 10.000 Einheiten brauchen jeden Tag, ne? Damit der Spiegel da überhaupt mal hochkommt und auch oben bleibt, ja? Ne? Und dass wir dann vielleicht auch mal gegen Depressionen was auf die Art und Weise machen können. Ja? Es war nur betretenes Schweigen und dann ging man zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ja? Also ne, man muss wirklich sagen, sie wissen es nicht. Ja? Ne, also sie haben irgendwo, das Begreifen ist noch nicht rum, ja? Ne, dass also ne, genau diese Hashimoto-Patienten eben also auch wirklich viel, viel mehr Vitamin D brauchen, ja? Ne, um dann eben auch gegen die Depressionen, die dann auch mit auftreten, ne, weil der Stoffwechsel ja permanent Vitamin D vernichtet, denn, ne, um dagegen vorzugehen. Ja? Ne, da wird lamentiert, ach, die haben so eine schlechte Lebensqualität und keiner kommt ja auf die Idee, dagegen was zu machen, ja? weil sie es scheinbar überhaupt nicht begriffen haben. Ja? So, also nochmal als Quintessenz des Ganzen jetzt hier, ne? Denken Sie an Jod, wenn Sie Jod nehmen, denken Sie bitte auch an Selen, ja? dass man das immer im Hinterkopf behält. Und es ist so, das elementare Jod bildet immer mit Omega-3-Fettsäuren sozusagen so eine Art Komplex. Und deswegen ist es immer sehr klug, wenn man dann eben auch zumindest einmal am Tag bis zweimal am Tag dann eben auch mal an die Fischöle denkt und sich dann vielleicht nochmal ein Omega-3-Fettsäuren, eine Kapsel gönnt oder so, oder eben wirklich ganz bewusst mehr Fisch isst, ja, wobei eben diese Fisch- und die Quecksilberbelastung, also das sind schon wieder zwei Sachen, die finde ich nicht so schön, ja, ne, dass man dann eben gleich sagt, ja, isst du mehr Fisch, hast du mehr Quecksilber, das will man eigentlich auch nicht haben, ja, da muss man einfach dran denken, ja, und dann sage ich mir lieber, gut, dann schlucke ich lieber zweimal am Tag eine Omega-3-Kapsel, wo ich weiß, die ist 10-mal über die Reinigungsmaschine gegangen, die ist noch konzentriert worden, das Fischöl an sich ist raus und ich habe dann wirklich fast das reine Omega-3 dann in der Kapsel drin. Ne? Und ansonsten, wenn die Leute sagen, sie haben eine Jodallergie, Jod ist so ein kleines Atom und auch selbst ein Kaliumjodid ist so klein, darauf kann man keine Allergie kriegen. Ja? Wer irgendwie Nebenwirkungen vom Jod verspürt, der hat eigentlich Nebenwirkungen, weil irgendwas, was wirklich giftig ist, plötzlich freigesetzt wird. Ja? Ne? Also das ist wie bei, wenn Sie eine Quecksilberausleitung machen und auf einmal wieder fürchterliche Nebenwirkungen haben, dann ist das tatsächlich das zu viel freigesetzte Quecksilber, was so eine Art Rückvergiftung macht. Und genau das Gleiche passiert bei Jod. Deswegen sage ich immer, wenn man mit Jod anfängt, auch tatsächlich vorsichtig anfangen, ja, ne? Weil wir wissen alle nicht, was bei uns drin steckt, ja, ne? Und wie gesagt, ich bin im Moment zwischen 400 und 600 Mikrogramm Jod und merke davon überhaupt nichts, ne? Und aber wie gesagt, also wer wirklich mit Jod dann eben mal anfangen möchte oder so, ne? Also wenn man sich dann irgendwie komisch fühlt oder so, ne, ist tatsächlich die Geschichte, dass man dann eben irgendwas anfängt auszuscheiden, was einem also tatsächlich nicht gut tut. Ja, ne. Und es gibt Leute, die haben sich tatsächlich über irgendeine Röntgenuntersuchung, da gibt es jodhaltige Kontrastmittel. Und das sind so große Moleküle, da kann es tatsächlich mal sein, dass aufgrund dieser Art Geschichte eine Allergie hervorgerufen worden ist, ja, und die Leute reagieren wirklich dann auch empfindlich auf Jod, ja, ne? Und aber hat nichts eigentlich nur mit dem Jod zu tun, ja, die Allergisierung kommt eben von dem Röntgenkontrastmittel, ja, und was ich noch sagen möchte, eben Hashimoto-Patienten haben tatsächlich einen extrem niedrigen Jodspiegel, weil man den Hashimoto-Patienten aus dieser kurzen Phase, wenn sich die Schilddrüse ausbrennt, da kriegen die eingebläut, bloß kein Jod nehmen. Ganz gefährlich. In dem Moment ist es so klar, je mehr Jod die Schilddrüse hat, je mehr Schilddrüsenhormon macht sie und je mehr läuft sie amok. Ja? Aber danach,
Ja, wenn die Schilddrüse sich ausgebrannt hat und man rutscht in die Unterfunktion, dann kann man auch wieder Jod nehmen oder muss es sogar auch, ja, weil man hat tatsächlich festgestellt eben, dass Schilddrüsenpatientinnen, die eine Unterfunktion haben, eben auch viel, viel schneller Brustkrebs kriegen. Ja, das weiß man inzwischen, ne? Und das ist der Jodmangel, ja. Na, weil Jod in der Schilddrüse dann fehlt und es fehlt in den Brustdrüsen. Also jeder Hashimoto-Patient, dem man das eingebläut hat, den muss man langsam wieder zurückführen und sagen, gut, dann machst du dir halt wirklich einen Tropfen Lugolsche Lösung hier in die Ellenbeuge, um dich langsam wieder an Jod zu gewöhnen und dann isst du mal ein paar Algen und so. Also man kann das sukzessive machen, da gibt es auch richtig so einen Plan von der Cura Kaufmann. Um wirklich die Leute nach und nach erstmal wieder mental auch an das Jod zu gewöhnen. Ja? Also wenn sie jahrelang eingebläut gekriegt haben, du darfst kein Jod, ja? Dann macht der Kopf also auch da oben so ein bisschen zu. Ne? Und dann muss man sagen, doch, du musst Jod. Ja? So, und das ist noch eine ganz kleine Geschichte. Und zwar in meiner anderen Apotheke, wo ich jetzt arbeite, haben wir einen italienischen Apotheker. Und der kam eines Tages an und sagte, ich habe was gelesen, eine Studie. Ich sage so, was denn? Man soll sein Schilddrüsenhormon vor dem Schlafengehen nehmen. Und ich so, nee, das ist jetzt Quatsch, oder? Doch, sagt, das steht da drin, zeige ich mal. Okay, dann habe ich mir die Studie durchgelesen und habe angefangen nachzudenken. Und es ist eigentlich wirklich richtig, ne? Wir sollten unser Schilddrüsenhormon vor dem Schlafengehen nehmen. Und zwar, wenn wir es sozusagen gleich nach dem Aufstehen nehmen, da ist der Körper eigentlich schon, da möchte der schon das fertige T3 haben. Aber wir schlucken ja T4. Damit muss ja erstmal was passieren. Das heißt also im Endeffekt, wenn man sein Schilddrüsenhormon morgens nimmt, wo man eigentlich schon fit sein soll, ja, ne, dann ist es zu spät. Ja? Und außerdem ist Schilddrüsenhormon so empfindlich, wenn Sie eine halbe Stunde später eine Tasse Kaffee mit Milch trinken, bindet sich das Schilddrüsenhormon schon an die Milch und wird unwirksam. Ja? Vielleicht nicht komplett, aber zum Teil. Und das heißt also, viele Leute nehmen vielleicht mehr Mikrogramm ein, als sie eigentlich müssten, weil sie sich angewöhnt haben, wie alle anderen Leute auch, morgens zum Frühstück einen Kaffee mit Milch zu trinken. Ja? Aus dem Grund ist es tatsächlich wirklich gut, wenn Sie dann, weiß ich, abends um 7 oder 8 Abendbrot essen und gehen so gegen 11:30 schlafen, dass Sie dann auf dem komplett leeren Magen ja hochempfindliches Schilddrüsenhormon dann nehmen. Und da der Körper ja nachts sowieso schläft, ist der ja nicht so wahnsinnig aktiv. Aber trotzdem hat er morgens, wenn er dann anfängt aktiv zu werden und die Leber auch anfängt zu arbeiten, ne, dann ist ja schon T4 dann da und wandelt sich in T3 um. Na, und das ist genau das, was richtig ist. Und dann habe ich meinen anderen Kollegen gefragt, der nämlich wirklich auch eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Ich sage, Robert, sag mal, wann nimmst denn du dein Schilddrüsenhormon? Nimmst du das morgens? Nee, sagt er, ich nehme das, wenn ich nachts mal aufwache. Ach, sage ich, dann sind wir ja schon genau auf dem richtigen Weg. Ja? Also der macht das intuitiv schon richtig. Der hat sich wahrscheinlich da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Ne? Und also das ist nur noch mal so als Take-Home-Message, ja, einfach mal ausprobieren. Ja? Also wenn Sie Schilddrüsenhormone nehmen oder jemanden kennen, der das nehmen muss oder so, sagen Sie dem doch mal, nimm doch mal dein Schilddrüsenhormon kurz vorm Schlafengehen, wenn der Magen komplett wieder leer ist, nimm ein Glas Wasser und dann gucke mal, wie es dann eben sozusagen im Tagesrhythmus dann eben wirklich dann aussieht. Ja? Also die Logik sagt tatsächlich, und die haben das also in dieser Studie also auch wirklich bewiesen, dass es den Leuten, die das umgeswitcht haben, also insgesamt also wesentlich besser ging, ja? Weil die Logik einfach da ist. Ja? Und ja, das war's. Ich bedanke mich, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Ja? Ja, noch irgendwelche Fragen, die noch auf der Seele brennen? Ich habe vielleicht mal einen ganz kurzen Hinweis. Ich habe hier ja mitgeschnitten den Ton. Sie sind nicht zu sehen. Es gibt ein Foto von Frau Wassmann, die erlaubt mir das auch. Und ich werde den Vortrag auf YouTube hochladen. Und wenn Sie es suchen wollen, gucken Sie unter Mission Vitamin D. Aber heute noch nicht. Wir brauchen noch ein wenig.
Das ist die unmittelbare Idee, das ist die Playlist, so da finden Sie das dann. Ich habe die nächste Mal. Da ist auch noch mein Gynäkologen-Vortrag von mir drin, den ich vor Ärzten gehalten habe. Der ist da auch im Vitamin D-Vortrag mit drin. Ja. So, das Thyroxin morgens mit dem Kaffee, das betrifft aber nur die Milch. Wenn wer jetzt den schwarzen Kaffee trinkt oder nicht, das ist jetzt eine Frage. Auch nicht schön. Okay, das werden wir nochmal wissen. Weil ich habe inzwischen mehrere, die einfach abhängig sind. Ja. Und den würde ich gerne den Hinweis mal geben. Zum Beispiel mit dem Fuß aufstehen, sind ja viele Sachen. Ich glaube, einige wären sehr dankbar, wenn sie es wüssten. Ja. Und wie gesagt, also auch das habe ich noch nie von irgendeinem Arzt gehört oder so. Und dann, und wie gesagt, also auch meine erste Reaktion war gewesen, aber man muss wirklich dann nochmal kurz drüber nachdenken. Eigentlich klingt es logisch. Ja, ist eigentlich logisch. Das Jod kann man nehmen, wann immer man will. Ja, also das ist völlig, also Jod, ich kann Jod abends um 10 nehmen, ich kann es morgens nehmen. 5 Minuten. Was? 5 Minuten nach der Jodeinnahme. Ist es da. Ja, na, und wie gesagt, also bei Jod ist überhaupt kein Problem. Das macht auch nicht in dem, also Jod macht mich aufgeregt und macht mich müde oder macht gar nichts. Ja, na, und wie gesagt, also diese Geschichte mit dem Schilddrüsenhormon, weil das eben auch extrem empfindlich ist. Ja, also das reagiert eben auch wirklich mit allem und mit jedem. Ja. Deswegen war die Nachfrage nochmal. Ja, das ist ja richtig. Ne? Und wie gesagt, eben auch im Kaffee sind ja irgendwelche Sachen drin. Ja, und wahrscheinlich reagiert es eben auch schon mit dem Kaffee. Aber mit der Milch.